Auch hier wieder ein Würfelnetz, wo ich einzeichnen möchte, welche Seiten aufeinander zu liegen kommen. Wieder die, die am rechten Winkel liegen, kommen aufeinander zu liegen. Die zeichne ich schnell ein. Das wären diese drei. Und jetzt habe ich, diese Seite kommt auf die zu liegen. Diese Seite auf die da. Diese kommt auf die zu liegen. Und hier habe ich die letzten beiden, die zusammengehen.